Hallo, liebe Deutschlernende. Heute lass uns über einen sehr interessanten deutschen Ausdruck reden. Zu viel des Guten. Ja, man sagt zum Beispiel, das ist zu viel des Guten. Aber kann man wirklich zu viel des Guten haben? Ja, ich meine, es ist doch etwas Gutes. Warum sollte man zu viel haben können? Nun, bei manchen Dingen kann man wirklich zu viel des Guten haben. Zum Beispiel beim Schlafen und beim Essen. Ja, diese beiden Beispiele fallen mir ein. Ich kann zu viel schlafen. Ja, und Schlafen ist etwas sehr Gutes. Aber wenn ich zu viel schlafe, dann fühle ich mich sehr groggy. Ja, ich fühle mich sehr unausgeschlafen, paradoxerweise. Ja, das ist einfach das Resultat. Wenn man ganz lange im Bett bleibt und ganz viel schläft, dann fühlt man sich nicht so motiviert, inspiriert, wie man sich fühlen würde, wenn man ja nur durchschnittlich viel schlafen würde. Aber das kommt natürlich auf die Person drauf an, wie viel eine gute Zeit ist. Ja? Manche Leute schlafen 6 Stunden, manche 7 Stunden, manche 8 Stunden, manche sogar 10. Jeder muss da so seinen Rhythmus finden. Aber wenn man zu viel schläft, wenn man mehr schläft, als man eigentlich braucht, dann ist es zumindest meine Erfahrung, dass man dann zu viel des Guten hat. Ja? Das andere ist beim Essen, das ist klar. Wenn man sich wenn man zu viel isst, ja, wenn man sich überfrisst, dann ist das nicht sehr gut. Dann bekommt man sehr viele Bauchschmerzen. Das ist nicht gut. Ja? Und das ist dann auch zu viel des Guten. Ja, und ich denke, es gibt nicht nur diese beiden Beispiele. Bei so vielen Dingen, die eigentlich gut sind, kann man zu viel des Guten bekommen. Oft können wir uns das nicht vorstellen, wenn wir zu wenig von diesem Gut bekommen. Ja? Also wenn wir zum Beispiel gerade sehr hungrig sind, dann können wir uns gar nicht vorstellen, dass wir zu viel essen können. Aber wenn wir dann eine große Mahlzeit gegessen haben, dann merken wir, dass es wirklich zu viel des Guten war. Ich hoffe, du hast was gelernt. Ich hoffe, das war hilfreich. Und bis morgen. Tschüss.